Guter Stahl ist jeden Septim wert. So, wir gehen jetzt noch schnell die Quest abgeben bei dem. Ich mach mal die Kartenmarkierung weg. So. Wir gehen jetzt mal die Quest abgeben bei dem Typen. Bei dem, wie heißt er? Dengeier. Hier in der Taverne. Wir haben ja seinen Vampir-Vorfahren getötet jetzt. Dann gibt er uns bestimmt noch mal ein bisschen Geld dafür. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben 5000 Gold zusammen und das bedeutet... Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Ach ja, wir müssen ja die Vampirkrankheit noch heilen. Ah, jetzt erstmal hier Dengeier. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Viga ist tot. Mein Hund hat ihn zerfetzt. Meine Familie dankt euch. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. 200? Du gibst mir 200 Goldstücke dafür, dass ich über den Berg geklettert bin, Eisbären und Eisgeister getötet habe, ein Vampirnest ausgehoben habe und mich einem Vampirmeister im Kampf gestellt habe, nur damit deine Familie nicht doof dasteht und du gibst mir dafür 200 Gold? Passt auf, was ihr sagt! Pass mal auf, Junge! Und mit lautem Klirren folgte schnell lieber wie bis. Ja, ich will aber eine andere Waffe ausrüsten. Ein bisschen Zweihänder steigern. Wir müssen draußen warten, Barbas. Hast du das Schild nicht gesehen? Dämonen müssen draußen. Wir müssen draußen. So, wir gehen jetzt erstmal. Wo ist denn der Friedhofsschrein? Da heilen wir uns erstmal von der Vampirseuche jetzt hier. Kostet das was? Nein, deswegen will ich ja dahin. Hier geht's zum Friedhof runter. Und danach, mit 5000 Gold, können wir uns ja dieses Grundstück kaufen. Hat uns die Dingens ja gesagt, da, die Assistentin vom Jale. Cool. Und dann können wir anfangen, unser Haus zu bauen. Das ist, hat, glaube ich, mit dem Add-on Hearthstone zu tun. Es gibt ja für Skyrim gibt es ja 3 offizielle Add-ons. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Wenn du das sagst. Diesen Gräben. Es gibt ja 3 Add-ons für Skyrim bisher, und zwar einmal das Dawnguard, da geht es ja um die Vampire und eben um die Dawnguard, also die Dämmerwacht, ne? Ein Story-Add-on also. Dann gibt es Dragonborn, das erzählt wohl die Geschichte nach der Haupthandlung weiter noch, so wie Tribunal das für Morrowind gemacht hat. Und das dritte Add-on, das ist ja Hearthstone, und das ermöglicht es uns ja eigene Häuser zu bauen und sowas, also genau das, was wir jetzt vorhaben. Wo war das Haus vom Jarl? Hier. Und da bin ich ja mal gespannt, wie genau das funktioniert. Ja, das ist doch auf jeden Fall eine coole Sache. Ne, finde ich cool. Housing finde ich eh ganz cool. Jetzt fehlt nur noch ein Multiplayer-Modus, aber den gibt es ja mit Elder Scrolls Online. Was ich aber wahrscheinlich nicht spielen werde. Mir fehlt einfach auch so ein bisschen die Zeit für so Online-Rollenspiele. Und wenn ich ein Online-Rollenspiel spielen würde, dann wahrscheinlich nicht Elder Scrolls Online. Da habe ich so 1, 2, die ich dann, mit denen ich mich eher beschäftigen würde. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Nein, ich rede dabei nicht von World of Warcraft. Wir wissen heute, um welche wieder. Games sich handelt. Vielleicht habe ich dann fragt es in den Kommentaren. Wir antworten dann. So, kommen wir zum Mal. Ja. War was? Aus der Tür raus. Das finde ich nicht gut. So, du warst der kaiserliche General. Wo ist denn die Trulla, die mir das Grundstück verkaufen will? Da drüben ist er. Genau auf der anderen Seite. Das ist jetzt bitter. Hi. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Ja, alles Geier, ne? Sittgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helwart und mich. Willst du was von mir? Nee, ist das Grundstück, das ihr erwähnt habt, immer noch zu haben? Es ist ein schönes Stück Land. Gute Bewässerung, viele Bäume und ein herrlicher Blick. Was passiert hier gerade? Ich nehme es. 5000 Goldstücke. Zack. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier ist die Besitzurkunde eures Hauses. Folgt der Straße von Falkenring nach Osten und nehmt an der Kreuzung die Straße nach Norden. Nach Kiefernwacht müsst ihr euch links halten. Ach du Scheiße. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Mit anderen Worten, das Grundstück, was du mir verkauft hast, ist gar nicht in Falkenring, sondern irgendwo in der Botanik. Ganz weit weg von hier. Gut, dann gehen wir uns das jetzt mal angucken. Dafür hast du einen Schnepper gemacht.
Sieh dir dein neues Hans- und Falkenring an. Ist sogar markiert. 5000 Gold haben wir dafür bezahlt. Das heißt, wir haben jetzt noch 187 oder so? Nicht so furchtbar viel auf jeden Fall. Und 356 haben wir jetzt noch. So, da hinten müssen wir lang. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, das habe ich schon gehört. Ich werde irgendwann in Zukunft hier dann auch mal Mods mit einspielen, aber im Moment haben wir ja hier noch mehr als genug zu entdecken, auch so mit dem Standardspiel. Ich halte das einfach noch nicht für notwendig. Das wird dann sonst am Ende einfach nur zu viel und so eine absolute Überladung. Ich meine, wir sind ja bis jetzt noch nicht mal in irgendwelchen Städten gewesen, außer Falkenring. In den großen Städten waren wir noch gar nicht. Wie viel Spielzeit hast du im Spiel? Roundabout. Müsste ich hochrechnen. Wir sind jetzt irgendwo bei Folge 64, 65 oder so. Könnte ungefähr hinkommen. Wenn du rechnest, ungefähr Viertelstunde pro Folge. Also alle vier Folgen werden eine Stunde. Das heißt, wir nähern uns so ganz allmählich den 20 Stunden. 16, 17 Stunden oder so. Ja, okay. Aber das ist ja damals im Morrowind schon so gewesen. Da konntest du dich ja 300, 400 Stunden drin verlieren und hast noch nicht alles gesehen. Nee, das stimmt. Hier habe ich mal Banditen geschlachtet, ich erinnere mich. Ja. Bist du in einer guten Gegend hier angesiedelt? Ja. Ja, Banditen sind tot. Ist jetzt eine gute Gegend? Haus Seeblick. Ach, am See ist das. Ja, das ist nicht schlecht. Da freue ich mich. Da waren wir schon. Blöd, dass wir da die meisten Dungeons schon abgegrast haben. Irgendwo müssen wir jetzt hier rüber. Ja, ja, du hast von meiner glorreichen Jagd gehört, wa? Du hörst. So, an dem ist aber vorbei. Dahinter muss das irgendwo liegen. Und zwar in der Richtung. Das, was uns da schon angezeigt wird, müsste es sein. Die schwarzen Dinger oben auf dem Kompass sind ja immer Orte, die wir noch nicht besucht haben. Wenn wir dann da waren, dann werden die weiß. Okay. Und wenn wir einen Ort wirklich abgeschlossen haben, also einen Dungeon durchgespielt haben oder sonst was... Wow, das ist ja... Guck mal, mein Haus. Leck mich am Arsch, was ist das denn, ey? Und wenn wir dann schon durchgespielt haben, wird das auf der Karte tatsächlich auch als abgeschlossen markiert. Das heißt, man kann immer sehen, wo war ich jetzt schon. Na gut, wir haben ja auf jeden Fall hier einen eigenen Amboss. Wir haben Eigenheime für Einsteiger. Das werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal... War was? Das werden wir jetzt tatsächlich mal lesen. Da muss der Chris dann mal durch. Kein Problem, kriegt er. Eigenheime für Einsteiger. Wenn es euch wie den meisten eurer Zeitgenossen geht, habt ihr bestimmt schon einmal davon geträumt, euer eigenes Land zu besitzen und euer eigenes Haus zu bauen. Aber wo soll man da anfangen? Und wie? Keine Sorge. Mit diesem Führer haltet ihr alles in der Hand, was ihr darüber wissen müsst. Klingt komisch, ist aber so. Ehe ihr es euch verseht, werdet ihr erfüllt und zufrieden von der Veranda eures Herrenhauses auf die wohlbestellten Ländereien blicken oder auf das Wasser. Erste Schritte. Jeder angehende Hausbesitzer benötigt zunächst zwei unerlässliche Dinge. Ein Zeichentisch und eine Zimmererwerkbank haben wir ja beides hier. An eurem Zeichentisch schmiedet ihr die Pläne für alle Teile eures neuen Hauses. Sollte euch dabei ein Fehler unterlaufen, macht euch deswegen keine Sorgen. Planänderungen sind jederzeit möglich und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Vergesst jedoch niemals die alte Faustregel, doppelt gemessen ist besser als einmal falsch gesägt. Die Zimmererwerkbank benötigt ihr zum eigentlichen Bau eures Hauses. Sobald ihr euch am Zeichentisch auf einen Plan festgelegt habt, könnt ihr an der Werkbank mit dem Hausbau beginnen. Vermeidet dabei den häufigsten Anfängerfehler und fangt nicht mit dem Dach an, wenn das Fundament noch nicht steht. Platz für die Familie. Wenn ihr einen Ehepartner oder Kinder habt oder einen Let's Play-Partner, wollt ihr das Haus wahrscheinlich so schnell wie möglich bezugsfertig machen. Euer euch liebender Partner... Oh, ne? Nein. Wird zweifellos mit einem Dach über dem Kopf und einem Bett für die Nacht zufrieden sein. Doch wie sieht es mit den Kindern aus? Kann denn nicht mal jemand an die Kinder denken? Niemals.
Keine Sorge, alles, was die kleinen Racker brauchen, ist ein Bett und eine Truhe oder eine Kommode, um darin ihre Schätze aufzubewahren. Und natürlich eine Kommode zum Schlafen, ist ganz wichtig, ne, wo man die dann abends einschließt, ne, Schublade zu und dann passt das schon. Schon sind sie vollkommen zufrieden. Und wir auch. Baumaterialien. Um euer Haus fertigzustellen, werdet ihr eine Menge Baumaterialien benötigen. Aber ihr müsst diese nicht schon komplett bei Baubeginn besitzen. Wenn ihr es nicht eilig habt, könnt ihr euer Haus einfach in mehreren Abschnitten bauen, je nach Verfügbarkeit der Baustoffe. Ihr werdet sehen, es macht Spaß, dem Entstehen des Eigenheimes vom Traum bis zur Wirklichkeit zuzusehen. Und grinden ist sowieso immer lustig. Die gebräuchlichsten Baumaterialien, die ihr brauchen werdet, sind Holz, Steine und Lehm. Zum Glück gibt es die in Himmelsrand in ausreichender Menge. Die meisten Baustellen verfügen über eine oder mehr Bezugsquellen für Lehm und Steine. Was das Holz angeht, so wird euch jeder Sägemühlenbesitzer gerne das gewünschte Holz verkaufen und liefern. Ihr werdet außerdem eine Menge Nägel brauchen. Zum Glück kann selbst ein angehender Schmied schon nach kurzer Zeit Eisen mit Leichtigkeit zu Nägeln verarbeiten. Wenn ihr euer fertiggestelltes Haus einrichten möchtet, werdet ihr deutlich mehr Materialien benötigen. Manche davon, etwa Stroh und Glas, wieso liegt denn da Stroh, könnt ihr normalerweise in Gemischtwarenläden bekommen. Was den Rest angeht, so wird ganz Himmelsrand zu eurem Einkaufsparadies werden. Ein Vogt einstellen. Wenn euer Anwesen sich prächtig entwickelt hat, möchtet ihr vielleicht einen Vogt einstellen, der euch bei den Verwaltungsarbeiten unterstützt. Ein guter Vogt ist von unschätzbarem Wert, egal ob es um das Mieten einer Kutsche, den Kauf einer Kuh oder den Kauf von Baumaterial geht. Und ihr könnt währenddessen die Früchte eurer Arbeit genießen. Bevor ihr einen Vogt einstellt, solltet ihr potenzielle Kandidaten in euer Anwesen einladen und überprüfen, ob sie sich für eure Zwecke eignen. Denkt daran, ihr legt euer gesamtes Anwesen in ihre Hände. Daher braucht ihr jemanden, dem ihr blind vertrauen könnt. Na, macht der Barbas, das passt schon. Der Bau eures Eigenheimes. Im Rest dieser Fibel findet ihr Musterpläne für alle möglichen Raumarten. Bevor ihr euch an ehrgeizigere Projekte wagt, solltet ihr euch den Bau eines kleineren Hauses etwas Selbstvertrauen gewinnen. Es ist das perfekte erste Eigenheim und wer weiß, vielleicht braucht ihr ja gar nichts Größeres. Solltet ihr dennoch weiterbauen wollen, könnt ihr dieses Gebäude einfach zu einer Eingangshalle für den Rest des Hauses umbauen. Oha, okay. Haupttraum. Ihr habt das Gefühl, dass euer kleines Haus nicht mehr ausreicht. Vielleicht rechnet ihr ja mit Zuwachs für eure Familie. Dann solltet ihr euer kleines Haus durch einen Haupttraum zu einem imposanten Herrenhaus erweitern. Ihr habt dann 2 Etagen mit Platz für 2 zusätzliche kleine Schlafzimmer, ein Hinterzimmer und einen großen Essensraum. Erweiterung. Nachdem ihr den Haupttraum errichtet habt, sind eure Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Ihr könnt nun 3 zusätzliche Flügel anbauen, wenn euch der Platz immer noch nicht ausreichen sollte. Für jeden Flügel gibt es 3 verschiedene Optionen, also insgesamt 9 mögliche Erweiterungen. Vergesst jedoch nicht, dass ihr nur 3 davon bauen könnt, also trefft eure Auswahl mit Bedacht. Westflügel Schlafzimmer. Die Schlafzimmeroption ist die perfekte Lösung, wenn eure Familie die Schlafmöglichkeiten des Hauptraums nicht bequem genug sind. Der Schlafzimmerflügel bietet ausreichend Platz für eine Luxus-Suite, 2 Kinderzimmer sowie Kommoden und Schränke im Überfluss. Außerdem umfasst er eine Veranda. Gewächshaus, Zaubererturm, Lagerraum, Trophäenzimmer, Alchemielabor, Waffenkammer, Küche, Bibliothek. Ja, das... Ihr könnt das natürlich jetzt nochmal, falls euch irgendwas davon brennt interessieren sollte, zurückspulen im Video, auf Pause drücken. Ja, es ist ja jetzt noch nicht so weiter relevant. Ich werde das Buch auch mitnehmen, da werden wir bei Gelegenheit nochmal, wenn wir hier weiter bauen, können wir uns das alles nochmal angucken. Das ist um einiges komplizierter, als ich gedacht hatte. Aber ziemlich cool, weil es so individuell ist. Okay, dann müssen wir bei den Barbas. Ist gut, Junge. Du wirst schon noch früh genug Vogt. So. Kaufe Holz für den Bau deines Hauses. Benutze den Zeichentisch, um dein neues Haus zu entwerfen. Grundriss kleines Haus. Erfordert nichts. Benutze die Zimmererwerkbank, um das Fundament deines Hauses zu bauen. Okay. Hier ist auch eine Truhe. Das ist schön. Ach, gucke. Ist schon ein bisschen was drin. Ja, und vor allem können wir da Sachen reinpacken. Das ist noch viel wichtiger. So, Hausfundament. 20 Holz und 10 Bruchsteine. Den Bruchstein haben wir. Das Holz brauchen wir. Ich weiß, habe auch eine Idee, wo wir das herkriegen, hat er ja schon gesagt.
Jetzt aber erstmal Inventar ein bisschen aufräumen. Der Stab der Zombies, den wollten wir bei Gelegenheit mal probieren. Wir sind bis jetzt nicht zugekommen. Jetzt packen wir ihn erstmal in die. Jetzt packen wir ihn erstmal in die Truhe. So, der ist doch jetzt auch in der Truhe, ne? Gut. Die Holzfäller-Axt, die behalten wir natürlich, gerade jetzt, wo wir Holz brauchen. So. Eisenschild, den behalten wir mal da. Der Pelzhelm, den legen wir mal ab. Wir werden auch gleich eine Aufnahmepause machen, denke ich. Was wir vor allem hier ablegen können, sind unsere ganzen Bücher. Yay! Guckt ihr an, wie die Traglast runtergeht. Oh Gott, ist das viel. Oh ja. So, ein paar Schlüssel haben wir auch schon. Okay, damit ist das Inventar erstmal aufgeräumt. Können wir eigentlich den Zombie-Stab auch wieder mitnehmen. Wahrscheinlich unter S. Und dann machen wir auch erstmal eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich schon mal bei dem Chris dafür, dass er heute hier mit dabei war. Sehr gern. Ich hoffe, ihn demnächst irgendwo in irgendeinem Projekt auch wieder begrüßen zu dürfen. Wenn nicht hier, dann vielleicht in Diablo 2. Oder vielleicht seht ihr den Chris demnächst auch schon in einem seiner eigenen Projekte wieder. Kann ja alles passieren. Ich habe gehört, Wunder gibt es immer wieder. Das stimmt, das stimmt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich bin der Rio, ich klinge mich ja jetzt aus. Aber wir hören voneinander das nächste Mal in Let's Play Skyrim. Bis dahin, gute Nacht und Sitz. Sitz, braver Hund.